Okay, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt hier raus. Hier runter und dann gehen wir nach Smallville rein. Nein, wir können nach Clearview, oder? Smallville, Clearview. Geht beides so ab. In Smallville sind immer die Post-Office-Camper, wie sonst was. Ja. Mir ist das egal. Ist auf jeden Fall, das ist in der Nähe. Bei diesem Event von dir sind wir da nicht hier runter. Nee, das war bei der anderen, gell? Das war bei... Oder? Das war bei Goblin Peak. Ja. Bei dem ganz großen Event, wo dann der eine und dich abgeknallt hat. Ja. Oder uns abgeknallt. Ja, ja. Ey, genau. Sehen die Dinger bei dir auch so klitschig aussehen? Ja, sie sind... Da kam Slimer lang und hat den... Ja. Oder sie wurden... Bin ich in 2 Minuten wieder drin? Warum 2 Minuten? Weil es 2 Minuten... Janik, du bist das schwächste Glied in dieser Kette von 3 Leuten. Nee. Hoppla. Ich kann vortrefflich pfeifen. Ja, das war's gerade du, gell? Wer weiß, aus welcher Serie das ist, gewinnt 100 Gummipunkte. Wartet auf den Gesang des Zwitschervogels. Oh Gott. Genau so hört sich der an. Sorry. Jetzt hätte er rülpsen sollen. Warum hat er jetzt gerade so geschrien? Wo gehen wir jetzt hin? Smallville oder Clearview? Ich hätte eigentlich Bock Smallville. Auf Clearview. Müssen wir... Smallville? Okay, Clearview. Mir ist es eigentlich egal. Such's dir aus. Ich würde nur... Weil von Clearview könnten wir dann runter zu Campus. Dann machen wir Clearview. Müssen wir ein bisschen mehr links noch. So, ein wieder da. Juhu. Atasch. Und wir sind immer noch in der Safe Zone. Jetzt sind wir raus und... Oh, guck mal, mein Reflexvisier. Ist das geil. So. Guck mal, ich hab was, damit wir unsere Position verraten können. Holographisch. Vielleicht sehen das die anderen auch nicht. Sonst hättest du es, glaube ich, gerade nicht gesehen, oder? Ja, stimmt. Ich bin immer dabei. Ich habe einen Schalldämpfer auf der Waffe. Ich habe noch nie hier mit Schalldämpfer geschossen, gell? Nicht. Schieß mal einmal, bitte. Das macht nur Peck. Hä? Ja. Der hat einen Schuss raus, aber das hat sich angehört wie 3. Wo ist die scheiß AK-Muni? Das Geile ist, wenn du angeschossen wirst, hörst du einfach nicht, woher das kommt, wenn das von einer gewissen Entfernung ist. Du denkst einfach, du wirst angeschietet. Das war ja damals AK-Muni, auch immer wo so. Bist du? Du hast ja Geld, oh. Hab ich noch 10 Schuss und ein Magazin noch. Ja, ich muss auch mal wieder auf meinen auf Einzelfeuer. Eine Einladung starten, von jemandem. Weil Dauerfeuer macht gar keinen Sinn. Achso, ja, Einladung natürlich. Horst Zebra. So. Danke. Hier. Schläft eine Fliege schon seit Tagen. Clearview. Du, Leon, hast du eigentlich ein Fernglas? Ja, habe ich. Das ist schön. Auch. Ich habe kein Fernglas. Oh, guck mal, wie cool. Kannst du uns mitbringen? Ich fände es eigentlich so cool, wenn hier auch überall mal so vereinzelt Zombies rumlaufen würden, so, dass man auch mal ein bisschen aufpassen müsste hier. Ey, ich habe auch gerade mein Nachtsichtgerät, damit sehe ich eigentlich schon ganz gut. Ja, ich muss gleich mal einmal hier bei mir im Zimmer Licht ausmachen. Wobei ich so auch schon sehr, sehr hell finde, gerade irgendwie in der Nacht. Ja, ist bestimmt Vollmond. So wie immer hier. Ja. Aber... So, Janik ist wieder am Start mit seiner Schalldämpfer-AK. Oh, geil. Nein. Und holographisch wie sie und Vordergrill. Ich bin beim quietschenden Stuhl am Start, hört man's? Ja, ein bisschen. Ja, hört man's? Das ist, wenn mein Typ... Solche Geräusche mache ich auch immer, wenn ich springe. Ich gebe jetzt mal einen Schuss ab. Oha. Habt ihr's gehört? Nein. Hör mal, du bist ungefähr 50.000 Meter hinter uns. Und hat noch einen Schalldämpfer drauf und er fragt, ob wir's gehört haben. Das gehört? Ich sehe euch sogar auf der Karte. Ja. Auf der Karte sieht man auch immer. Nicht auf der Karte, ich meine, du weißt schon, dieser Pfeil da. Ja, ja. Ja, und? Und? Leon, und jetzt? Nerv ich nicht. Okay. Ist Janik eigentlich deutsch? Nee, der ist Kurde. Bist du wirklich Russe? Ja. Bist du nur russischstämmig oder hast du wirklich nur russischen Pass? Der ist deutsch, lass dich nicht verarschen. Ich krieg das andauernd zu hören, ich bin einfach zu leichtgläubig. Nee, manchmal ist es voll ekelhaft, ey. Warum sollte man das nicht glauben? Wie nicht glauben? Weiß nicht. Warum sollte man das nicht glauben? Kann das sein, dass er Russe ist? Ja, sicher. Ich kenne ihn ja nicht. Hab noch niemals ein Bild von ihm gesehen. Weiß gar nicht, wie er aussieht. Vielleicht ist er so ein komischer, hässlicher Vogel. Ja, da hast du wohl recht. Vielleicht auch nicht. Ich habe heute einen coolen Film übrigens gesehen. So. Was hast du gesehen? Ein Film.
Was? Ich habe einen Film geguckt. Hä? Ja. Wieso wiederholst du dich? Ein Movie. Wieso wiederholst du dich? Bewegte Bilder. Cineastischer Art. Ah. Und zwar Green Lantern habe ich geguckt. Ah. Ich fand den eigentlich immer im Trailer. Nee, Trailer habe ich noch niemals gesehen. Einfach nur Grüne Laterne. Das fand ich schon eigentlich irgendwie kacke. Ah. Aber dadurch, dass bei Big Bang Theory Sheldon darauf voll steht, so, und dann mit der Laterne, fand ich es noch irgendwie döver. Und wie war er? Und dann habe ich ihn mir einfach mal angeguckt jetzt. Und ich fand ihn richtig gut. Ich finde seine Fähigkeit auch richtig cool. Er hat halt diesen Ring. Kannst du den jetzt auch angucken? Ja, es ist auch mit diesem einen Schauspieler, der. Ach, der. Ah, bei genau, der Blade Trinity hat er mitgespielt. Der hat in ein paar Filmen noch mitgespielt. Das ist eigentlich ganz cool. Der sieht so ein bisschen aus wie Nick Dirksen. Wie heißt der? Ich weiß nicht mehr, wie der Schauspieler heißt. Ich glaube, wenn ich den Namen jetzt drauf hätte, würdest du trotzdem ihn nicht kennen. So, ich muss mal kurz aufstehen. Ich muss mal Licht in meinem Zimmer ausmachen. Okay. Hallo. Ey, Janik. Mit musikalischer Untermalung. Oh, jetzt wird's aber echt dunkel hier. Ich denke, ich werde auch mein zukünftiges Ich, Silencer Schalldämpfenlappen, wird es. Schalldämpfenlappen. wird das hier alles in mehreren Folgen unterteilen. Aber ich habe. Ah, ich dachte, du willst eine machen. In letzter Zeit habe ich auch meine Folgen, vielleicht ist das aufgefallen, die Spielzeit etwas erhöht, so, ja. Also mindestens 20, 25 Minuten, wenn nicht sogar länger. Ja. Jetzt morgen kommt, also wenn das Video hier raus ist, wird das schon längst online gekommen sein, aber Game of Thrones kommt morgen die erste Folge raus, also von dem Computerspiel. Hast du was zu trinken? Ja, hier auf meinem Schreibtisch jetzt. Zah, zabum. Nein, habe ich leider nicht, ich weiß. Ich hab was, Leon. Und nee, ich hatte eh nur Hunger, ich hab's verwechselt. Hab ich auch. Mit den Dosen so, musstest du beim Mittagessen so. Mutter, haben wir was zu trinken? Sie so, ja, weiß nicht, hier, stell dir was hin. Ah, ich hatte doch nur Hunger, hab da verwechselt. Ich esse jetzt einfach mal mein Hähnchen weiter. Oh Mann. Mutter, guck dich an, willst du dich verarschen? Zack, hier ist direkt eine Schelle. Oh, wir sind schon da. Jetzt musst du mit deinem geilen Dingsums da gucken. Wo war ich denn jetzt gerade? Ich habe irgendeine Geschichte erzählt. Ah ja, genau. Und Game of Thrones werde ich wahrscheinlich höchstwahrscheinlich immer so lange anbieten, also von einer Stunde. Da weil läuft deine Straße ganz hinten, wenn du jetzt diese Hauptstraße hier ganz hinten... Oha, was ist das für ein Zeichen, wenn du... Drück mal, ja, da links, da, ja. Oder so. Ja, stimmt. Ja, drück mal Tab. Was ist das Zeichen? Keine Ahnung. Vielleicht haben die bei irgendeinem Event gewonnen, was es nie gab. So, ich habe mich mal hingelegt. Da läuft noch einer, da läuft noch einer. Wo denn? Gleiche Stelle? Ich kann sich erklären. Nee, nee, weiter rechts in diesen... Irgendwo auf der anderen Straße hier, eine weiter rechts. Mit einem Baseballschläger, da mit einem Knüppel. Der ist mit einem Knüppel so rumgelaufen. Okay. Jetzt ist Sniper rum. Auf jeden Fall hast du recht, dass da vorhin einer langgelaufen ist. Die Bewegung hat... Das ist Sniper, ja, ne? Ja, ich hab 3 Stück im Inventar. Aber du kannst damit nicht spielen, wahrscheinlich. Weil das man nie gemacht hat. Apropos trinken, ich muss mal eben kurz trinken. Sniper? Ach, Sniper ist eigentlich ganz leisure. Nur ein bisschen hochhalten und dann geht das schon. So. Hallo. Aber trotzdem, du kennst Janik nicht. Er trifft trotzdem nicht. Achso. Man hat keine M7 hier. Und drauf sprayen. Aber das hast du übrigens, Leon, das hast du sehr gut gerade erkannt. Ich bin immer ein bisschen blind hier bei Bozett. Immer bei meinen Clan-Leuten immer so, da hinten ist einer. Ich so, ey, wie hast du den denn schon gesehen? Ja, ich habe ja auch ein Fernglas. Ja, aber da hinten läuft der wieder. Der ist jetzt hier, wo ich bin, ganz gerade ausguckst. Der läuft gerade auf dem Parkplatz rum. Okay. Also ich komme. Neben dieser Garage und ist gerade da in diesem Van und lootet da. Hey, ich bin voll verbuggt hier. Ah. Wir können ja etwas zusammen. Du könntest, also ich habe ja keinen Schalldämpfer drauf, aber du könntest da was erreichen, ja, vielleicht. Wer hat jetzt alles einen Schalldämpfer drauf? Von hier oder wie? Ja, dann hast du einen Schalldämpfer drauf. Ja. Aber mit. Wo? So ich sehe den jetzt nicht. Ich auch nicht mehr. Der ist jetzt irgendwie ins Gebäude gegangen. Okay. Aber uns werden sie nicht sehen. Doch, doch. Also ich würde mich nicht wundern, wenn gleich Schüsse fallen, weil, wow. Weil der ist gerade ziemlich nah zu dem anderen gelaufen. Links, und links, zwei Leute am Zaun unten, siehst du die? Ja. Da ja, springt einer hoch. Da kommt der noch Zombie, einer, sind der drei, der oder? Der oder, nee, es ist ein Zombie. Hammer. Warte, ich krieg die, soll ich die mit dem Schalldämpfer vielleicht? Ja, ja, mach mal, mach mal, mach mal. Ja, sauber, 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 genau so. Einer ist tot. Ich treffe den nicht, weil man einfach gar nicht ziehen kann. Warte, ich muss nachher. Das ist getroffen. Ich weiß. Los.
Ich war das. Aber ich sehe nichts durch mein Visier, sehe ich einfach nichts. Der ist gleich tot. Der ist gleich tot. Der hat nur ganz wenig Leben. Hab ihn, glaube ich. Nein, der lebt noch. Ja, tot. Hab ihn. Warte, lass erstmal chillen hier oben. Ja. Lass erstmal chillen hier oben, sagt er. So, hat noch irgendjemand vielleicht Muni dabei? Weil ich habe jetzt nur noch 14 Schuss. Ich hab keine Muni mehr. Ich hab Muni, aber für M16. Aber das geht doch für M4. Hast du M4? Ich hab ne. Das ist eine gute Frage. Ich hab ne M16, aber es reicht. Also, ich glaub, wir sollten sie ein bisschen abziehen, weil die Schüsse hat man gesehen. Ich hab da noch 16 Schuss drin. Das kann ich dir geben. Pass auf, komm mal her. Weißt du, ich sehe die ganz hinten, aber ich sehe nicht die hier vorne. Ja, ich hab ja selbst. Aber das war auf jeden Fall mit dem Schalldämpfer, war das richtig gut. Das, ey, du hast gerade hier irgendwie ein lidernes Licht von mir gerade gemacht, irgendwie. Hier, ja, da kam gerade so ein. Ich leg das jetzt mal hin. Wollt ihr mir mal Deckung geben? Ich gehe runter oder zwei Leute von uns gehen runter, keine Ahnung. Warum? Also zum Loot oder wie? Mhm. Ja. Am besten, ich. Yannick, du gehst nach unten, weil wir beide aufnehmen. Ja, Yannick, geh runter. Da liegt vorne direkt einer am Zaun. Wir werden dich dann leiten und dann halt da hinten. Okay, also ich sehe jetzt. Aber wenn da hinten rechts dann welche waren. Die Zombie von wo? Die sind ja auch noch. Aber meine Schüsse haben die ja nicht gehört. Die haben ja nur diese anderen lauten Schüsse dann gehört. Aber man hat die gesehen, ja. Ja, man sieht die halt. Ja. Okay. Deswegen, es macht auch hier mit meinem Visier gar keinen Sinn, weil um diesen roten Kreis, also ich habe ja so ein Reflexvisier, um diesen roten Kreis ist nochmal so ein schimmernder roter Kreis. Du siehst einfach gar nichts, worauf du ziehst. Es ist was für. Ich habe so ein ACOG. Ja, die ist gut. Okay, also kratze ich jetzt auf einmal gar keinen. Wie geil der Typ gehüpft ist gerade die ganze Zeit. Ja, das ist dann auch schwer zu treffen, weil ich habe ja diese Ruckler sowieso schon an der Maus. Aber und dann, wenn du noch einen Bildschirm noch auf 120 Hertz hast und nur 60 hast oder so wegen der Aufnahme. Oh, der Tumper-Waffen, der Katana unten ein M4. Oder allein nur 40 FPS, dann ist halt sauschwer zu zielen, weißt du, und dem so hinterher zu gehen. Ja. Der erste stand nur auf der Stelle oder so, aber der zweite, der. Aber hast du gut gemacht, Leon, wirklich, hast du wirklich klasse gemacht. Dankeschön. Hast du denn noch Platz? Ansonsten komme ich noch runter. Ja, passt schon. Weil da ist jetzt da, wo der andere gestorben ist jetzt ein Zombie reingelaufen. Musst du drauf achten. Ja, ich habe links Katana, habe ich jetzt. So macht das Spiel Spaß, gell? Das muss ich mal sagen. So macht es Spaß, aber. Ja, toll. Ja. Aber wenn man dann selber auf der Seite ist, der beschossen wird, dann. Das kann man dann auch nochmal ertragen, aber wenn es dann so ist, dass man wirklich durch einen Cheater stirbt. Oder so. Ja. Dann. Obwohl, Katana wahrscheinlich haben die jetzt auch. Sind gerade am Labern. Wo kommen die her? Obwohl, ich habe ja auch geschossen. Dann. Ja, da ungefähr. Okay, ich glaube, hier sollte jemand runterkommen. Hier liegt eine AKM. Liegen ein paar Sachen. Ein Fernglas habe ich jetzt noch. Dann geh du am besten runter, weil ich habe jetzt. Oder chill, warte, erstmal, ich guck mal, ob ich alles aufheben kann. Ja, genau, guck mal. Okay, den Helm kann ich jetzt nicht noch einpacken. Ach, Helm ist egal, aber wenn du die ganzen Waffen hast, dann gehe ich wieder zurück zu Leon. AKM mit 40 Bullets. Ja, passt. Okay. Ja, okay, ich komme erstmal zurück, oder? Ja, okay. Hat man das Vibrieren gerade gehört? Nee. Okay. Ich bin jetzt einfach hoch. Ja, mein Vibrator ging gerade einfach an. Okay, mein Handy hat vibriert. Ja, ich muss mit den Hunden raus. Ha. Und ich muss gerade auch so ein bisschen leiser reden, weil mir die Leute schlafen, was passt ja schon. Ja, außerdem, das fördert dann die Stimmung hier. Ja. Wir können auch noch so reden. Also. Es ist seltsam, die zwei meinen ja irgendwie. Ich hätte die gar nicht entdeckt, wenn die nicht so dumm rumgehüpft wären am Zaun. Ja, der eine hing da auch und ist auch so auf der Stelle irgendwie gewesen und hat sich gar nicht bewegt. Ja. Okay, ich bin wieder da. Wer braucht eine M4? Wer braucht ein Fernglas? Fernglas bräuchte ich. Wenn du ein Magazin hast, eins mit ein bisschen Schuss, dann. Ich kann dir eine M4 mit 30 Schuss geben. Kann ich da auch das Magazin rausnehmen und eine M16 packen? Ja, das müsste passen. Ist ja alles schön. Warte. Leg mal. Also, Fernglas. Geil. M4, ja. Was hast du noch Schönes? Ich hab noch eine AK-74. Warte, die M4 nehme ich immer. Wenn die keiner will, dann nehme ich die. Wo ist denn die hier. Ladestreifen. Ah, okay. Lash, ja, okay, danke. Oh mein Gott. Was ich jetzt habe. Gibst du mir die AK? Was ist ein Flash-Hider? Ich habe keine Ahnung. Flash-Hider? Hört sich irgendwie an danach, dass er deine Taschenlampe irgendwie verstecken würde.
Ja, ich mach einen Schallwinter drauf, ich mach einen Vordergriff unten. Wir müssen auch aufpassen. Ich habe auch zwei Vordergriffe. Von oben von der Seite können auch welche kommen. Ja, ne? Ja. Ich habe einen drauf, danke. Oder auch von unserem Weg halt her. Ne? Silencer? Ja, warte, du hast da noch was liegen. Ja. Handgriff? Oh, ein Flashlight. Was? Der Handgriff da unten. Brauchst du den? Ich habe zwei davon. Ah, geil. Und ein Flashlight ist einfach so Mündung, diese. Keine Ahnung, Mündung 12. Das war gar kein Schuss, oder? Der hat gerade irgendwie meine Flasche abgestellt oder so, oder? Ich habe jetzt nichts abgestellt. Es hat aber, glaube ich, aus. Achso, war nicht im Spiel. Ich glaube nicht, dass es im Spiel war. Hier ist noch ein Helm. Wir brauchen ein bisschen trinken. Ich habe 8 Wasser. Hast du noch einen Helm? Oh ne, warte mal, Helm habe ich. Helm. Wasser, Wasser, ja, wenn du Wasser hättest. Ich habe ganz langsam Wasserprobleme. Bum, bum. Ja, bei mir geht's noch mit dem Wasser, aber ich brauch bald auch was, wenn ihr was habt. Ja, aber gib mir einfach irgendeine Flasche oder so. Jetzt habe ich den Helm aufgehoben, braucht den keiner? Nein. Okay, ich habe das Nachtsichtgerät an, von daher ist gerade auch nicht gebrochen. Aber okay. Aber wie geil die Aktion. Hm? Schon eben war cool. Ja, war ganz gut. Aber mich wundert es, wo die zwei anderen hin sind, die ich mal gesehen habe. Nach denen halt schon die ganze Zeit Ausschau. Ich gucke auch die ganze Zeit halt nach rechts, aber. Der eine war nämlich ganz gut ausgerüstet. Aber Smallville ist auch immer so eine. Clearview meine ich. Clearview ist auch immer so eine Sache, weil du kannst halt so viel durch diese ganzen Gassen. Ja. Und dann hin verschwinden, ohne dass du dich siehst. Und man denkt dann immer, die anderen haben sich ausgelockt oder so. Man geht mal runter und dann zack, und dann sieht man sie wieder. Genau, und dann hocken die da irgendwo. Vielleicht haben die auch die Schüsse gehört und warten und so. Ja. Deswegen echt das nächste, was ich mir hier hole oder halt suche, echt einen Schalldämpfer. Ist total viel wert, ey. Ja, das ist saupraktisch. Ist echt gut. Aber wirklich. Ich hab noch einen holen können, ich hab genug GC-Points. Ja. Man findet die Aufsätze, also mein letzter Stand war, dass man die Aufsätze auch relativ häufig gefunden hat jetzt mittlerweile. Ja, ich habe letztes Mal 2, 3 Schalldämpfer gefunden. Ich habe auch 2, 3 Aufsätze in einem Supermarkt mal gefunden. Ja, sagen viele, ne? Wir können ja noch. Ja gut, jetzt haben wir langsam auch gutes Equipment. Wenn wir jetzt nach Clearview reingehen, ist natürlich auch doof. Das ist auch so ein gewisses Risiko, dass wir jetzt sterben. Weil wir dann nämlich genau so wie die beiden anderen auf dem Präsentierteller liegen. Ich würde euch gerne zuschauen, aber das geht leider nicht. Wie weit ist denn dein Update? Ich muss noch ein 1500 MB runterladen. Boah. Ja komm, dann stream hier einfach gerade mal hier. Mein Internet macht es doch locker was, nein. Mach mal bitte. Nein, jetzt noch nicht. Ah, ich würde extra zuschauen. Wow, einer der zuschaut. Na, ich habe einmal so ein Stream bei Twitch startet. Dann kommen da auch irgendwelche unbekannten Leute einfach und schauen dir zu. Ich schau die ganze Zeit hier immer so. Wir brauchen eine Machete, ich hab einen Katana. Ich habe halt auch so ein bisschen Angst. Die Machete würde ich nehmen, wenn kein anderer sie will. Nee, die kannst du nehmen. Ich brauch noch ein Messer. Ich höre Zombies. Ja, da unten, der auf der Straße. AK ist so geil. Ich habe ja so ein bisschen Angst, weil wir sind hier direkt so an diesem Berg, wo eigentlich immer die Sniper-Schützen drauf hocken. Oder die Kurden. Oder die Kurden auf dem Berg, im Bergkurdistan. Und nicht, dass da jetzt gleich irgendwie einer runterkommt und denkt, ihr könnt uns überraschen. Ja, also im Rücken reinlaufen. Aber ich sehe, hab jetzt lange nichts mehr gesehen gerade. Nee, ich auch nicht. Eigentlich wäre es am besten, wenn man 2 Leute hätte, die auf den Bergen sind. Auch nicht 2 nebeneinander, sondern auch ein bisschen versetzt und 2 Leute gehen halt rein und looten oder 3 Leute. Ja. Und dann, wenn halt irgendwelche Leute reinkommen nach Clearview oder dann sind, ist halt immer besser. Aber jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, 2 Leute geht rein, dann kann nur einer dann irgendwie scopen und das ist echt mega. Ja, wenn wir das nächste Mal spielen, haben wir noch Erhan dabei. Ja, das wäre schon ganz schön. Jetzt kommen wahrscheinlich auch wieder viele so, ey, kann ich mal mit dir spielen und so. So eine Vierergruppe, maximal Fünfergruppe ist aber ganz angenehm. Alles, was mehr ist oder größer, ist schon wieder ein bisschen. Artet in Riesenchaos aus. Da muss man schon wirklich mega. Wow! Was? Oh!
warte. Oh oh. Warte, ja, ich muss mich nur einmal kurz hier. Stumpfen. Was macht der denn hier? Blöder Kack-Zombie. Ich konnte okay, nicht. Okay, wollen wir jetzt vielleicht. Ich weiß nicht. Du wolltest in Campus rein oder wie? Ja, nach Campus wäre nicht schlecht eigentlich, ne? Ich hätte aber eigentlich Bock auf Campus. Wollen wir uns auf den Weg machen, so durch die Berge irgendwie rum und immer ja, Auge hier einfach nach rechts, ja, genau. Die Muni hatten wir. Weil ich war schon echt mega lange nicht mehr in Campus und würde einfach mal gucken, was da so abgeht gerade. Ich war bei der letzten, als wir das letzte Mal gespielt haben, war ich mit Arif und Yannick da, da ging aber nichts ab. Da war keine Sau. Aber das ist, glaube ich, auch nicht der Normalzustand der Stadt. Ich bin halt immer bei Campus, immer an dem PvP-Haus. Ja, wobei ich da mittlerweile auch nur noch Schrott finde irgendwie. Naja. Viele Sachen, aber viel Schrott einfach. Naja, das haben die natürlich auch angepasst, weil da einfach alle Leute... Aber wir können auch gerne hier nochmal bei Clevio rein. Ja, mir ist es egal. Nein. Oh, da kommt einer gerannt. Wow, so ein Rennzombie, pass auf. Nice. Hier so ein Hunter. Gott, die sind saukomisch zu treffen. Oh. Da haben wir gehittet, aber... Ja. Und du musst einfach warten, bis er vor dir steht und dann einfach zuhauen. Da ist er wieder normal, aber der bewegt sich schon ziemlich krass. Ja, sehr komisch. In dem Video sah es aber richtig komisch aus, aber wenn du so auf einen rennt, geht's eigentlich. Ja. Ich find's gar nicht so schlecht. Also erst habe ich mir einen abgelacht und fand's eher ein bisschen lächerlich. Ja, genau. Aber es geht. Und Rentner heißt rückwärts auch Rentner. Ja, wir könnten ja da vorne an den... Obwohl, da sind auch so viele. Oh, immer diese Zombies hier. Muss das sein? Muss das sein, Tracher. Wodka, Wodka. 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 Dann Ehren, guck unser FIFA-Spiel. Ehren, ich will das übrigens mal machen, dass ich mal ein Online-Spiel von mir aufnehme. Habe ich ja schon im FIFA-Spiel erklärt und dann kannst du ja mal drüber gucken. Wie weißt du, was wir mal machen müssten? Wir müssten mal so zu dritt oder sowas mit dem Erhan. Ihr beide gegen mich. Oh, das oder, so oder zu dritt dieses Team, wo jeder halt die steuert. Weißt du, das geht ja. Ja, Erhan und ich haben jetzt, achso, ja, du meinst ja. Okay. Wir haben 2 gegen 2 gemacht online. Aber so Leon und ich gegen Erhan, das wäre ganz lustig mal. Ja. Aber wobei ich mittlerweile gegen Erhan auch ziemlich oft mithalte. Also ich bin der Gegner, bei dem er am meisten Niederlagen hat. Genau. Ich hatte, wegen seinem scheiß Neuer. Ich hab am Wochenende habe ich ja erzählt, auf Xbox habe ich mit Dortmund gegen Barcelona habe ich 6-1 gewonnen. Das ist FIFA 13 für die Xbox? Nee, habe ich bei den Bekannten gespielt und. Oh, aber du hast ja gesagt, bei der Xbox fandst du, dass es eigentlich recht gut läuft. Aber ich finde, wenn ich den Vergleich so sehe, zwischen meinem PC und der Xbox kriege ich es kotzen. Oh, yeah. Na, oh, yeah. Worauf ich eigentlich da hinaus wollte, ist, dass da ja dann kein Online-Play war, sondern das war ja dann quasi beide gegeneinander. Weißt du, das war irgendwie direkter als das Online-Spiel. Das Online-Spiel kommt mir halt immer ein bisschen versetzt vor. So. Geht eigentlich. Also wenn man jetzt keine Verbindungsprobleme hat, finde ich da jetzt eigentlich nichts Seltsames dran. Schau nicht. Aber können wir mal schauen, was wir da noch machen können. Aber es kann natürlich auch, weil ich muss ja immer mit dem Internet von meinen Nachbarn spielen und die haben nur DSL 3000, weißt du? Das ist auch sowas kaputtes. Ja, weil einfach mein Modem, es macht einfach dieses scheiß Firewall da nicht auf, keine Ahnung. Der eine soll angeblich ein Hacker sein hier, dieser 12 Markis. Oh, wir müssen mal uns ein bisschen mehr nach 13. links halten, ja. Ich habe gesagt 12 Markis, obwohl er 13 heißt. Das war gut. Hacker, Fairfight. Ja, wo denn? Das wäre mal schön, einfach nur zu sagen, ja, dass er das ist. Dann kann ich auch sagen, Leon LP, Hacker, No Clipper, Aimbotter. Ja. Stimmt ja auch. Ich bin aber auch nicht so der Clipper. Der Clipper. Clip, klapp, Clip, Flipper. Es Clipper. Klappert der die Delphi. Mühle im rauschenden Bach. Delfine machen Flipper, coole Geräusche. Dieses Krrr, weißt du, dieses Knacken, was die machen. Aber man kann das nicht nachmachen. Probier mal das Geräusch vom Delfin nachzumachen. Ja, den kann's bestimmt. Ja, der kann nur rülpsen. Irgendwie so. Aber die schnattern noch mehr. Die macht. Ja, ja. Ey, ich hab mir vorhin mit meiner Frau, als sie nach Hause gekommen ist und so. Du bist weiter nach links, oder? Ja. Wir haben uns lustige Videos von so. Erst von diesen. Katzen. Katzen haben wir später geguckt. Katzen. Aber wir haben schreiende Ziegen und schreiende Seelöwen. Das war auch ganz lustig. Ja, ja.
Da gibt es ja auch solche Videos, wo die dann die so in solche Songs reinpacken, weißt du? Ja, ja. Ja, ja, von ja. Justin Bieber oder so. Menschen, oder? Da. Ne. Oder von Whitney Houston. Nenda! Und dann haben wir uns lustige Katzenvideos angeguckt. Kennst du das mit dem Staubsauger, wo die Katze in ihre Zunge mit dem Staubsauger steckt? So brumm, brumm. Nee, kenne ich nicht. Du musst nur einfach Cat und Vakuum eingeben bei YouTube. Richtig lustig. Wäre schön, wenn es mal so eine kleine Minimap auf der ja. Spiel geben würde. Ihr lauft gerade wieder so ein Stückchen weit rechts, oder? Ja, also. Ich habe gerade geguckt, ne? Eigentlich genau drauf auf diesen kleinen Vorort. Guck mal, der Russe, der Aksaksa Lodponeho. Nichts gegen Russen und so, ne? Aber ich hasse Russen. Warum? Wie warum? Du hast so Rassisten, Mann. Es geht hier um diese Gaming-Typen, Bro, weißt du? Scheiße. Mann, es geht um Spiele aus Russland. Ungefähr 99,89% aller russischen Spieler sind alles nur Cheater. Cheater, ja, Hacker und No-Clipper und Aim-Bottler. Das hab ich auch, deswegen habe ich auch immer Angst, auf die Dinge zu gehen, auf die russischen Server. Ich habe früher immer gesagt, nee, da sind eh nur Cheater drauf. Ja, und? Jetzt sagst du es nicht mehr. Scheiß Rassisten. Nö, gehe ich gar nicht drauf, ich habe Angst davor. Ich geh drauf und der andere ist weg. Ich bin halb Russe. Du bist gar nicht halb Russe, halt so. Doch. Der lügt schon wieder. Nein, ich lüge nicht. Ach, Horst Zebra ist russisch, oder? Auf jeden Fall. Ja, es bedeutet auf Deutsch Horst Zebra. Meine Mutter. Deine Mutter. Deine Mutter in Schwarz-Weiß. Ich finde, ein Nachtsichtgerät ist sehr hilfreich, gell? Ja. Ich habe das nie so verwendet, weil ich irgendwie nie so den Bedarf dazu hatte. Ich dachte immer so, was bringt's, ihr Bildschirm wird grün. Eigentlich müsstest du auch vorlaufen mit deinem Superman-Sicht. Eigentlich, genauso wie mit dem, ja, ja eigentlich. Ja, eigentlich wäre es, oh, hier kommen wir, hier sind direkt Zombies. Eigentlich ist es so wie der Predator. Oh Gott, weißt du? Ich bin gerannt, Vorsicht. Ja. Hinter dir. Wow, was macht er denn für Action-Moves? Ja, eben. Das fand ich aber ganz geil, weißt du, nicht mehr dieses so die Hände neben der Hüfte und dann einfach auf einen zurennen, sondern dass die jetzt so die Hände hochnehmen, das ist ja schön. Das ist ein richtig seltsames. Also so in 3 Jahren wird das Spiel bestimmt mal echt gut sein. Das ist ein sehr seltsames Gefühl, wenn man die ganze Zeit das Nachtsichtgerät anhat und es dann ausmacht. So ein bisschen so eine Befreiung, aber auch irgendwie so ein Nachteil, ein kleiner. Ja. Was ist an? Oh Gott, wo sind wir jetzt hier? Wir sind in einem Vorort. Was ich auch immer noch seltsam finde, dass die Steine Metallgeräusche machen hier. Ja, manche machen das auf jeden Fall immer noch. Oh, da kommt einer. Janik, weißt du noch, hier, als wir das Spiel das erste Mal richtig gespielt haben mit Arif, diese richtig langen Aufnahmen, da waren wir hier. Ja, hier da sind wir immer hier gewesen. Oh. Nee, wer hat da geschossen? Da war das. Ich nicht. Wir nicht. Keiner von ich uns. Ich auch nicht. Hinlegen. Nicht. Leg dich hin. Ich schon. Es war auf jeden Fall von uns jetzt aus rechts neben dem Zaun irgendwo. Rechts, ja, gell. Kommen wir mal zurück. Ich hier lang gehen, oder? Dann lass uns. Seht ihr, auf dem Ding, auf dem Container, der Zombie, der sitzt da irgendwie. Der ist so gebeugt. Ja. Seht ihr es? Direkt vorne uns. Er will schon springen. Ist sehr seltsam. Ey, die Schüsse machen mir Angst. Ja, lass uns hier mal zurück und dann hier rum nochmal. Quasi andere Seite einmal rum. Ich glaube, du kannst aufstehen. Leon, geh mal nach sich wie das ist schwer. Der hockt da hinten immer noch, ey. Die gebannt werden, das ist so krass. Ja. Ujo. Hier so um die Ecke. Ecke ist frei.